Schlange stehen zur großen Wiedereröffnung und das bei frischen Temperaturen um 7 Uhr morgens. Nach mehr als einem halben Jahr des Wartens hat das Schürenbad, Münchens ältestes Freibad, am vergangenen Freitag seine Becken wieder geöffnet. Das Personal der Stadtwerke München hieß die ersten Gäste der neuen Badesaison herzlich willkommen. Allen voran die beiden Bäderchefinnen. Die Vorfreude war sehr, sehr groß. Vor allem auch bei unseren Mitarbeitern, die endlich wieder aus der Kurzarbeit zurückgekommen sind. Aber auch natürlich bei den ganzen Gästen. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften die letzten Wochen bekommen, wann denn die Münchner Bäder endlich wieder öffnen können. Im Großen und Ganzen konnten wir gut aufbauen auf die Pläne und Konzepte vom letzten Jahr. Es gibt ein paar Anpassungen. Zum einen bezüglich der Maskenpflicht und zum anderen bezüglich der Vorlage von Testergebnissen oder Impfbescheinigungen. Wir haben die FAQs sind immer aktuell und wir werden die auch weiterhin aktuell halten. Und dementsprechend kann man sich da dann tagesaktuell informieren, was man benötigt. Das doch eher bescheidene Wetter zum Auftakt der Freibadsaison hat die Schwimmerinnen und Schwimmer nicht abhalten können. Gut 8.300 von ihnen strömten am Pfingstwochenende in die Sommerbäder und sie waren begeistert. Ja, wir gehen doch sehr, sehr gern schwimmen. Im Winter haben wir überbrückt mit kurzen Einheiten in der Isar. Da hält man es aber dann doch nicht so lange aus. Bei 7 Grad Wassertemperatur war es deutlich angenehmer heute auf jeden Fall. Ich habe schon meine 1.000 Meter. Es war großartig. Ich habe mich wirklich total gefreut wie auf ein Fest. Viel wärmer, als ich dachte. Das Wasser zumindest. Anstrengend. Ein bisschen frisch, aber wie gesagt, wärmer als der Starnberger See, in dem wir die letzten Wochen waren. Dass die Freibäder der Stadtwerke München pünktlich zu den Pfingstferien fertig und betriebsbereit sind, liegt vor allem am Einsatz der rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit dem Sonnen auf der Liegewiese und dem Bahnenziehen im Becken nichts im Wege steht, haben sie die Anlagen seit April auf die Eröffnung vorbereitet. Da muss alles Mögliche gemacht werden, die Becken müssen gesäubert werden, die Technik in Betrieb genommen, auch das Areal muss gepflegt werden, zum Teil kleinere Reparaturen, die Baumschnitte und Heckenschnitte. Und das war sozusagen unser übliches Vorgehen, aber natürlich haben wir jetzt in den letzten Tagen nochmal ordentlich Gas gegeben. Ebenfalls passend zur Ferienzeit, Kinder unter 12 Jahren zahlen in diesem Sommer keinen Eintritt. Für Erwachsene kostet eine Tageskarte 5 Euro, also so viel wie im Vorjahr. Ja, es war uns natürlich wichtig, auch Danke zu sagen und die Preise stabil zu halten in dieser für allen sehr schwierigen Zeit. Auch wenn es die Temperaturen nicht erahnen lassen, der Sommer steht in den Startlöchern. Die Münchner Freibäder haben den Startschuss für die neue Saison bereits gegeben.